Arterie besteht aus ungefähr 10.000 Einzelteilen. Doch wer produziert diese Komponenten? Fast alle kennen die Marken Toyota oder Volkswagen, aber zum Beispiel werden die Kugellager in dieser Reifen nicht von Toyota selbst produziert, sondern von Unternehmen wie Schaeffler zugeliefert. Die Schaeffler-Gruppe stellt nämlich Kupplungssysteme und Getriebekomponenten her. Automotive Technologies, welcher Verbrennungsmotoren für konventionelle, hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge herstellt, Automotive Aftermarket, welcher Ersatzteile herstellt, und die Sparte Industrie, welche für verschiedene Lagerlösungen wie zum Beispiel Kugellager zuständig ist. Kugellager sind zum Beispiel in Windrädern und in Fahrrädern enthalten. Schaeffler wurde 2003 gegründet und beschäftigte 2020 weltweit in ca. 200 Standorten in über 50 Ländern und erzielte dabei einen Umsatz von 12,6 Milliarden Euro. Leider steht Schaeffler wie SAM, das 2018 Insolvenz anmeldete, derzeit an einem Scheideweg in der Unternehmensentwicklung. Maria Elisabeth Schaeffler und ihr Sohn Georg haben die volle Kontrolle über Schaeffler. Viele der Familienunternehmen werden in dem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld von heute vor größere Herausforderungen gestellt, weil der Markt für Verbrennungsmotoren extrem schrumpft. Da die EU voraussichtlich den Verkauf von Benzinautos im Jahr 2035 einstellen wird, hat Schaeffler das Problem, dass 62% seines Hauptumsatzes von Verbrennungsmotoren kommt. Außerdem werden die stark gestiegenen Rohstoffpreise auch die zukünftige Gewinne von Schaeffler mindern. Noch dazu kommt, dass junge Menschen künftig wahrscheinlich nicht mehr das Auto als Statussymbol oder Lebensziel sehen, sondern nur noch als geeignetes Transportmittel. Dadurch wird der Marktanteil des Autos wahrscheinlich deutlich sinken. Die Popularität von geteilten Verkehrsmitteln und die Entwicklung öffentlicher Verkehrsmittel wird ebenfalls dazu beitragen, dass die Zahl der Autobesitzer von Jahr zu Jahr abnimmt. Als jahrhundertaltes Unternehmen verfügt Schaeffler jedoch über hervorragende Betriebs- und Managementmethoden sowie gute Marktstrategien und eine große Produktauswahl. Daher ist Schaeffler ein relativ stabiles Unternehmen. Die globale Aufstellung des Unternehmens ermöglicht kontinuierliche Investitionen in fortschrittliche Technologien weltweit. Darüber hinaus verfügt Schaeffler über ein erhebliches Kapital, das es ihm ermöglicht, das Unternehmen zu gegebenen Zeitpunkt durch Fusionen und Übernahmen schnell auszubauen. Wie dies bei der Übernahme des Reifenherstellers Continental AG im Jahr 2008 der Fall war. Unsere erste und wichtigste Empfehlung ist es, mit der Zeit mitzugehen. Damit meinen wir zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel mehr Motoren für E-, Hybrid- und Wasserstoffautos und nicht mehr so viele für Verbrenner. Durch Umgestaltung bestehender Produktionslinien und aktive Investitionen in neue Geschäftsmärkte, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, können andere Technologien wie die Entwicklung neuer Elektrofahrräder oder neuer energiesparende Verkehrssysteme, die den Ringverkehr ähneln, gefördert werden. Enge Zusammenarbeit mit großen europäischen Automobilherstellern und an staatlichen Projekten teilzunehmen, ist sicherlich auch ein guter Fortschritt, um ein neues Straßensystem zu entwickeln, das besser mit autonomen Fahren kompatibel ist. Außerdem haben wir bei näherer Betrachtung Schaefflers immer mehr das Gefühl bekommen, dass sie eher so tun, als wären sie schon super nachhaltig, aber den Fakt, dass ihr Hauptgewinn durch konventionelle Fahrzeuge erzielt wird, gar nicht so viel ändern wollen. Das ist der junge Generation, die mit den schrecklichen Folgen des Klimawandels umgehen muss, nicht gerecht gegenüber. Noch dazu werden die Ressourcen immer knapper und der Sprit immer teurer. Momentan können sich viele junge Menschen Autofahren schon gar nicht mehr leisten. Aber langfristig wird das Fahren von konventionellen Fahrzeugen nicht mehr tragbar sein. Daher gilt es für die Betreiber Schaefflers, ein offenes und vor allen Dingen nachhaltigeres Konzept anzusteuern, um die Zukunft intelligenter anzugehen.